Hallo Astro-Rebellin, hi Astro-Rebell, willkommen zu deinem Kanal der Astrologie. Das ist die Prognose für April 2023. Ich bin Emmanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, sodass du in der Zukunft keine Videos verpassen kannst. Und nun die Prognose. Wassermann, zwischen dem ersten und zweiten Monatstag hast du Mondopposition Saturn. Dies kann darauf hindeuten, dass du dich während dieser Zeit stark auf deine Emotionen und Bedürfnisse konzentrieren wirst, insbesondere auf deine intimen Beziehungen und deine Fähigkeit, tiefe Verbindungen herzustellen. Du wirst dich mit deiner finanziellen Realität auseinandersetzen und dich überlegen, ob du in der letzten Zeit deine materiellen Ressourcen sinnvoll genutzt hast. Am 3. hast du Merkur in Stier. Bis 11. Juni wirst du deine Denkprozesse und deine Art zu kommunizieren in Bezug auf dein Zuhause und deinen emotionalen Bedürfnissen verändern. Wahrscheinlich konzentrierst du dich auf die praktischen Aspekte deines Familienlebens. Du wirst zunehmend deine Gedanken auf die Schaffung von Sicherheit und Stabilität richten. Danach, zwischen dem 5. und dem 6. Monatstag, hast du Vollmond in Waage. Dieser Vollmond deutet auf eine Zeit der inneren Reflexion und der Schaffung von Gleichgewicht und Harmonie in deinen Beziehungen hin. Die Suche nach neuem Wissen und spiritueller Entwicklung wird dir helfen, deine intellektuelle Entwicklung zu fördern. Themen wie Philosophie, Reisen, Umzug und höhere Bildung können wichtig sein. Zwischen dem 7. und 10. hast du Merkur Sextil Mars. Du wirst deine praktischen Fähigkeiten und deinen Verstand nutzen, um deine täglichen Aktivitäten zu organisieren und effektiv zu managen. Du solltest dich zunehmend darauf konzentrieren, deine Ziele in Bezug auf deine Zuhause, Familie und Arbeit mit neuer Motivation zu erreichen. Danach am 11. tritt Venus in Zwillinge ein. Bis 7. Mai wirst du neue Zeit der Freude, Kreativität und der Verbesserung deiner Beziehungen erleben. Wenn du deine Kreativität und deinen Ausdruck förderst, dann wirst du dein Wohlbefinden schrittweise steigen, denn Venus wird in deinem 5. Haus sein. Themen wie Urlaub, Kunst und Liebesangelegenheiten sind wichtige Ziele in dieser Zeit. Zwischen dem 12. und dem 19. Monatstag hast du Venus Quadrat Saturn. Das ist hier eine Spannungskonstellation. Im Bereich der finanziellen Angelegenheiten wirst du dich etwas eingeschränkt oder blockiert fühlen. Diese Konstellation kann mit einer gewissen Unzufriedenheit in Bezug auf Finanzen in Verbindung stehen. Am 20. des Monats hast du einen Neumond und zugleich auch eine Sonnenfinsternis in Widder. In den nächsten 6 Monaten erlebst du eine Zeit des verstärkten Ausdrucks von Persönlichkeit, Individualität und Selbstbehauptung. Du wirst das Bedürfnis verspüren, dich ausdrücken und deine Ideen und Überzeugungen mit mehr Kraft zu teilen. In den Bereichen des Schreibens und der Beweglichkeit gibt es Neuigkeiten. Danach am 21. hast du Merkur rückläufig in Stier. Bis 14. Mai wird es eine Zeit geben, in der alte Themen und Probleme aus der Vergangenheit wieder auftauchen, damit du diese endgültig lösen kannst. Du wirst in der Lage sein, alte Verbindungen wiederherzustellen oder verlorene Kontakte zu Familienmitgliedern aufzunehmen. Zwischen dem 22. und dem 25. hast du Sonne Sextil Saturn. An diesen Tagen gibt es einen Fokus auf dem Schutz des eigenen Heims und der Familie. Die Übernahme von mehr Verantwortung für die eigenen Finanzen ist erforderlich. Zwischen dem 26. und dem 30. Monatstag ist Mars Sextil Uranus. Spätestens am Monatsende tauchen ungewöhnliche Arbeitsmöglichkeiten oder Technologien auf, die dir helfen, Aufgaben schneller und effektiver zu erledigen.
Eine Veränderung im häuslichen Bereich ist nicht auszuschließen am Monatsende. Diese sind allgemeine Aussagen, aber falls du eine genauere Prognose für dein Leben brauchst, dann kannst du diese jetzt auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen Konstellationen im März 2023.